Super, super, super dufte. Mann, 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 wie kommen wir denn jetzt wieder nach hoch? Scheiß Kackbuhn hier, du. Spring doch da hoch. Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen Einsatz und so. So ein bisschen hochs. Hochgliedschen. Komm. Oh, das ist ja mal wieder sowas von. Sowas wieder von Kacke gelaufen. Versuchen wir es so rum. Verwüster. Meinst du? Meinst du, dass Wachposten? Hier, Nekromant, der ist tot. Komm her, du Halsbringer. So. Haben wir dich doch. Oh, Wachposten. So. Komm her. Tot. Sehr schön. Kann ich einfach mal hier runter? Da unten komme ich mit. Boah. Oh, 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 oh. Jupp. Zack. Einfach mal darüber getängelt. Die laufen mir immer noch hinterher. Ja, ja. Alter, wie soll das denn gehen? Lauf! Sieh das da hinten? Ich sehe das da hinten. Verwüsterung. Okay, die hauen ab. Halsbringer. So. Hier, spring doch. Ey, willst du mich verarschen? So. Wachposten. Ja, hast du mich gehört? Das finde ich jetzt aber unfair. Ich habe dich nicht gehört. So. Ja, wenn man dann mal wüsste, wo die Alte ist. Töte die, wie soll ich töten? Wie soll ich töten, wenn ich sehen diese? Verwüster. Verwüsterin. So. Nein, 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 ich will nicht runterfliegen. Tot. Innereien kannst du behalten. Nekromantin. Halsbringer. Wo ist denn die Alte? Blutdornen, zu den Waffen! Die Rotkrähen haben uns hintergangen. So.
Ja. Zack, wir sind weggegangen. Zack. Gold. Meinst du? So, dann sprechen wir mal mit ihm. Ich gucke, dass ich ihm hier zum krönenden Abschluss noch helfe. Ich bin jetzt im Stich. Hat uns auch geholfen. Auch wenn er jetzt nicht, glaube, jetzt nicht unbedingt unsere Hilfe braucht. So. Wir können uns aber so auch noch ein bisschen was einstecken. Er ist voller Mörder, Junge. Ja, war doch mal geil los, oder? Bin ich eingefroren? Ja. So. Ich spreche mit Vorsteher Pfeiffer. Wollen wir das nochmal machen? Die Quest abgeben, ne? Hallo. Ich bin's, Walter. Also ich rate jetzt einfach mal. All diese Aufruhr in den Ruinen, das wart ihr, nicht wahr? Hey, gute Arbeit. Ne, war ich nicht. Okay. Ich habe das Treffen gestört, indem ich den Gesandten der Blutdorn getötet habe, während ich als Rotkrähe verkleidet war. Das war dann ja gute Arbeit. Aus so einer unheiligen Allianz wäre nichts Gutes erwachsen. Während ihr weg wart, habe ich beschlossen, Kip und seine Familie freizulassen. Ich konnte es nicht ertragen, seine Frau und seine Tochter so bekümmert zu sehen. Ich habe ihm sogar ein Hemd und eine Hose gegeben. Oh, ist das nett von dir. Dass du ihm sogar ein Hemd und eine Hose gegeben hast. Quest abschließen. Oh. Inventar ist schon wieder voll. Das behalten wir mal. So. Schmeiß dich so weg. Na, fertig? Danke. So. Also ich rate jetzt. Ja. Das war dann ja gute Arbeit. Quest abschließen, danke, ciao. Wissen wir alles schon. Da so. Seid ihr ja. Da seid ihr ja. Ich habe nach euch gesucht. Ihr habt nach mir gesucht? Nun, nicht zwingend nach euch persönlich, aber jedenfalls nach jemandem wie euch. Stark, tapfer, fähig. Mit einer Waffe, die aussieht, als käme sie regelmäßig zum Einsatz. Nö. Die Löwengarde kann euch gebrauchen. Geht zu Kommandant Ales. Er ist in unserem befestigten Lager oben auf dem Hügel. Warum habt ihr ein Lager so weit hier draußen? Die Löwengarde schlägt ihr Lager überall dort auf, wo sie gebraucht wird. Und hier werden wir dringend gebraucht. Wir können Angoffs Tote nur mit Mühe und Not davon abhalten, aus Khat Bedraut auszubrechen. Diese fauligen Bastarde sind verdammt zäh, so viel ist sicher. Ich werde mit Kommandant Alice sprechen. So, machen wir uns doch mal auf den Weg, wenn es nah genug ist. Jo, ist näher als das andere, glaube ich. Machen wir es doch mal. Und sprechen mit dem Kommandanten. Gucken, was er uns so zu erzählen hat. Böse? Nein. Qualitätsgüter von Urban. So, Mahlzeit. Oh, nichts entdeckt. Was haben wir hier? Auch nichts entdeckt. Kisten. Buch. Okay.
Dachte, ich entdecke da nochmal was. Mahlzeit, Johnny. Es kommen immer mehr dieser verdammten Zombies. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Du bist doch auch ein Zombie, oder? Ich hoffe, Gabriel findet etwas, um uns bald zu helfen. Einer eurer Soldaten hat mich geschickt. Ah, ihr müsst zu Vargos neuen Rekruten gehören. Wir könnten sicher eure Hilfe brauchen, falls ihr bereit dazu seid, euch uns eine Weile anzuschließen. Wie kann ich helfen? Sag mal, erzähl. Wir haben es mit einem regelrechten Aufstand der Untoten zu tun. Okay. Unsere Patrouillen setzen ihnen in der Wildnis nach. Schön. Während unsere Hauptmagierin Gabrielle Benele auf der Suche nach einem magischen Relikt ist, das das Blatt wenden soll. Okay. Aber ich mache mir Sorgen. Einige meiner Patrouillen sind nicht zurückgekehrt. Ja, das soll vorkommen, ne? Soll ich für euch nach ihnen suchen? Die Löwengarde greift üblicherweise nicht auf fremde Hilfe zurück. Aber extreme Situationen erfordern auch extreme Maßnahmen. Okay. Tut, was ihr könnt, um den Patrouillen zu helfen, denen ihr begegnet. Falls ihr Magierin Benele trefft, dann könnt ihr ihr vielleicht auch aushelfen. Ich werde die vermissten Patrouillen und die Magierin finden. Stenda segne euch. Ja. Jesus in Christus. Amen. Ich habe ein paar Fragen. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Wo soll ich noch euren Patrouillen suchen? Im Nachhinein denke ich jetzt, ich habe die Patrouillen vielleicht zu weit aufgeteilt. Ich habe sie losgeschickt, um das Gebiet um das Feldlager zu patrouillieren, den Gaudet-Hof zu beschützen und die westlichen Ruinen bei Merovex Torha zu bewachen. Okay. Erzähl mir mehr über Gabriel Benele. Zaubermeisterin Benele ist im Auftrag der Magiergilde hier. Sie behauptet, dass es in den Ruinen ein Relikt gibt, das uns helfen wird, Angov zu besiegen. Aber Magie ist immer so unvorhersehbar. Findest du? Und ehrlich gesagt, lässt sich Zaubermeisterin Benele sehr leicht ablenken. Was meinst du damit? Wo sollte ich nach euren Patrouillen suchen? Das hatten wir schon. Warum verfolgt ihr Angov nicht? Das würde ich nur zu gern. Aber eine Art Barriere schützt die Krypten von Khad Bedraut. Wenn Zaubermeisterin Benele uns nicht durch diese Barrieren bringen kann, kommen wir nicht an Angov heran. Und die Untoten strömen immer weiter herbei. Okay. Ciao. So. Wollen wir erst da lang? Komm, gehen wir erst hier lang. Und gucken mal, was da so abgeht. Hallo. Walter, mein Name. Gut. Du spazierst hier so lang. Ja, erstmal kotzen oder was? Was ist denn der Drecksau, du? Hä? So. Was? So. Ganz ohne ein Essen. Ihr seid nun auch richtig. Was? Nein. Sind sie uns einfach angegriffen oder was? Das finde ich aber nicht mehr lustig von ihr. Also, ne? So. Da soll das sein. Hier soll auch irgendwas sein. Komm her. Bevor du dich hier zu Tode kotzt. Ey. Hat er mir den abgezogen, Alter? Willst du mich veräppeln? Das hört doch gar nicht mehr auf. Mindestwertige Löhne. So. Hat er alle tot. Er ist ja drauf.